Hier mitten in der Schwäbischen Alb ist die Sträubischwiese zu Hause und wir haben hier ganz, ganz viele Sorten, die weit zurückgehen in der Geschichte, oft sogar fast 1000 Jahre zurück, und die besitzen wir noch und haben heute noch einen sehr, sehr guten Ertrag und auch sehr gute Aromen aus diesen Früchten raus. So, mein Name ist August Kottmann, mein Erstberuf natürlich ist Landwirt hier aus der Sträubischwiese. Dann natürlich Gastronom, Hotelier, Küchenmeister, Destillateur und jetzt wieder zurück zur Sträubischwiese und bin hier, der die Sträubischwiese verkörpert, für einen Essgenuss und Erlebensgenuss, den man sonst nirgends finden kann. Diese Bäume hier, zum Beispiel den Baum, den wir hier jetzt sehen, ist eine Palmischbirne, die im Süddeutschen sehr, sehr renommierten Namen hat. Eine Birne, die für Saftgewinnung, Essgenuss, Dörrfrucht und für Destillate eines der besten Edeldestillate aus den Birnen überhaupt gibt. Und dieser Baum ist jetzt hier nicht allein nur für die Birnen, sondern auch für die große Vogelwelt. Wir haben ganz viele Vogelnester drinnen und diese Frucht hat dieses Jahr gar nicht schlecht angesetzt. Wir sehen hier schon einige dieser kleinen Früchte, die kleinen Palmischbirnen, die werden wir dann ernten Ende August, Anfang September. Und ich freue mich schon drauf, von denen dann wieder für die Küche was zu holen, für eben Dörrfrüchte im Menü oder im Dessert und dann letztendlich dann auch in der Destille, weil Palmischbirnen-Destillat ist ein Genuss, auch in vieler Hinsicht dabei. Also hier in diesem Raum in der Destille oder in der, früher sagte man Schnapsbrennerei, ja, da wird eben Alkohol hergestellt, Schnaps, aber im Grunde ist es heute mehr, heute ist es ein sehr hochwertiges Produkt. Und es sind in diesem Alkohol sind eingelegte Aromen oder noch komplizierter ausgedrückt Aromen in Alkohol konserviert. Aber das ist nun mal so, die Vielfalt der Schwäbischen Alb oder auch das Sträuschparadies hat riesige Mengen an Früchten, die man hier zwischenveredeln kann oder inveredeln kann. Und oft kommen Gäste und fragen, Herr Kottmann, wie viele Sorten haben Sie? Da muss ich ehrlich gestehen, ich zähle sie schon nicht mehr. Ich kann nur sagen, jedes Jahr ist ein freies Ernten, die Natur produziert, umsonst. Wir dürfen sie ernten, müssen sie aber nachher unseren Aufwand einbinden und dann zu produzieren. Und ich denke, wir haben doch weit über 100 Sorten, die wir hier konserviert im Aroma haben. Und in diesem Sträuschparadies versuchen wir, die Situation der Apfel und der Birne und der Früchte wieder zu beleben, genussvoll zu erleben, dieses schöne und breite und mit Obst gefüllte, ja, Paradies. Deswegen heißt es Sträuschparadies. Richtig.